Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer, ja, keine Ahnung, nennen wir es einfach mal Let's Play Podroy. So, die Einführung brauchen wir nicht zu machen. Wir machen einfach ein neues Spiel. Ja, es gibt leider hier nicht sowas wie Kampagnen. So, praktisch so ein Endlosspiel. So, dann nehmen wir mal... Ja, nehmen wir mal spanische Feuerschaft. Spielziel. Gouverneur, Bürger gibt es nicht, okay. Navigator, Seemannsbilanz. Na, machen wir Gouverneur. Spieldauer unbegrenzt. Ja, nö, ich heiße ja nicht Peter, sondern ganz anders. So. Ja, Startnation. Kann man sich auch direkt bei der Map aussuchen. Also die meisten Piraten lungern immer hier so. Weil da ja Spanien jetzt die Vorherrschaft hat, Welt, denke ich, dass wir irgendwie... Ja, ihr seht also hier in Spanien ziemlich viel. Ja, Spanien halt deshalb einfacher einschneiden. So, was sieht denn hier aus? Ja, das sieht ganz nett aus. Hier mal eine Zielgenauigkeit. Oh, so an der Seeschlacht. Also, Handel... Nee, versenken ist blöd. Neuer ja Körper, nur im Handel. Startkapital. Einschalten. Nee, das ist scheiße. Eine Brick. Denn ich werde jetzt bestimmt nicht einen auf Handel machen. So, ja, hallo, da sind wir wieder. Ja, mir ist vorhin aus Versehen das Programm abgestürzt, aber das ist ja halb so wild, weil wir doch relativ weit waren. Und so. Ja, also das hier ist jetzt unser Schiff. Und da klicken wir jetzt auf. Ah, haben wir schon. Und können hier nun, ja, wir haben hier so ein hier, da, das da ist unser Lager, Moment, ne, das hier ist unser Lager, also Start Ding hat man immer so ein Lager, das heißt, man kann dann hier hinterher hier beim Hammer kann dann, ja, so Industriegebäude bauen und dann dazu halt auch so Wohnungen. Ein Wohnhaus und so ein Spital. So, jetzt haben wir aber nur diese 12.000, womit wir jetzt erstmal kein Haus kaufen. Das ist keine Industrie. Das machen wir später. Ja, ich denke, dann gehen wir mal auf Fracht und laden uns mal ein paar Matrosen an Bord. So. Kanonen brauchen wir auch. 18 Stück können wir aufladen. Da nehmen wir erstmal. Dann brauchen wir auch ein paar Messer für die ganzen Matrosen. Jetzt haben wir keine Kanonenkugeln.
Irgendwie ist das scheiße. Naja, dann machen wir es eben so. So, ja. Machen wir es eben so. Dann haben wir halt weniger Messer, aber... Und, was sollte das jetzt wieder? Naja. Seltsam, irgendwie, naja. Okay, dann fahren wir natürlich auf hohe See hinaus. So fahren wir dahin und suchen jetzt Piraten. Ja, man kann die Geschwindigkeit noch ein bisschen schleunigen. Oh, guck mal, jetzt jemand direkt schon 10 Schiffe. Ja, das dauert jetzt mal ein bisschen noch schneller. Geht das? Nee. Schade. Ah, ich dachte schon, es wäre ein Piratenschiff. Piraten. Also auf jeden Fall ist hier eine Stadt. Von Engländern. Dachte ich ja. Hier in der Nähe müsste eigentlich noch mal eine sein. Holländisch. Franzosen sind völlig anders. Also heute, sage ich mal. Ja. Die sind aber echt keine Piraten. Die sind in alle hin. Ich habe schon Reis ausgenommen. Ja, das einzig seltsame an Patrol ist, dass, wenn man zu einer Nation gehört, gar nicht dass ich weiß, wo ihre eigenen Häfen sind. Das ist das Einzigste, was ein bisschen seltsam erscheint. Also, das ist wieder so französisch. Wann kommt denn hier Piraten? Kommen wir jetzt mit hier rein. Ich kriege also einen Kaperbrief. England wollt ihr... Ah, oh, ne, Kaperbrief kann ich nicht kaufen. Bei Tortuga... Santiago. Also, da. Dann fahren wir mal dahin. Da haben wir direkt schon ein Schiff. So, ja. Ach, tschö. So, das hier ist unser Schiff. Nehmen wir die Munition. Nehmen wir die. Ja, damit wir das erstmal verlangsamen können und dann schalten wir damit die ganzen Typen auf dem Schiff aus. So, ja, jetzt muss ich gerade mal gleich gucken, wie ich... ich glaube, damit konnte ich das... Konnte ich so, genau. Nee, ich glaube, so könnte ich feiern, oder? Weil die Feiertaste. Ah doch, das war die. Und jetzt nehmen wir nochmal die Freizeit. Andere Munition, ein bisschen langsamer. Wenn wir nicht so schnell wegfahren können.
Ja, nee, vielleicht auch noch ein bisschen schneller. Hat Jens gut eingeschlagen. Das ist immer so ein Hin- und Her-Kurven hier. So. Ich denke, dann können wir das auch gleich schon kapern. So. Kehrtwinde, kapern. Ich wollte da... Ach, egal. Na, ganz langsam fährt dieses Schiff jetzt weg. Konnte das irgendwie schneller vorlaufen lassen. Ich denke, ich werde mal gucken. Wie denn das ging. Beim nächsten Mal. Das ist ja echt. Ja, damit kann ich jetzt wieder das machen. Wie ging denn das so? Oh, schneller fahren. Auf jeden Fall ist das Schiff jetzt uns unterlegen. Ich weiß gar nicht, das ist irgendwie so ein berüchtigter Pirat? Nö. Das würde ein Name stehen. Ah! Ah, es war also doch ein berühmter. Das ist schön, dann haben wir mehr Geld. Na, ich fahre schnell da in den Heimathafen. Sind hier ganz viele Piratenschiffe. Ach egal, lassen wir die einfach entschwinden. Können wir uns nächstes Mal. Wir müssen erstmal unser Schiff hier. Wir brauchen erstmal Geld wieder und unser Schiff muss repariert werden. Na, wann kommt das an? Na, wann kommt das? Wann kommt das? Hey. Oh, ich glaube, ich habe den falschen ausgewählt. Na, jetzt können wir hier irgendwie so rechtsklicken. Genau. Können da rüberziehen. Und so kann man das halt auch hinterher, ne? Hier verkaufen. So. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen Geld. Was nicht schlecht ist, aber wir haben auch ein bisschen zu viel Fracht jetzt an Bord.